drauf machen wir dann unsere Solarpanel. So, so. Das wäre jetzt natürlich doof. Der muss ja natürlich dahin. Können wir nämlich hier, hier, hier und hier. So, und da haben wir dann noch zwei oben dazwischen. Das dürfte dann eigentlich reichen. Alter, wenn ich jetzt hier runterfliege, ne? Ich habe Angst. Boah. Toll. Wie kriege ich jetzt die scheiß Leitern hier wieder ab? Montieren? Habe ich mir jetzt auch gerade so gedacht. Machen wir es halt über die umständliche Art und Weise. So. Dichter weg. Du bist jetzt quasi neue Ziegel holen, ne? Okay. Genau. Wenn wir, glaube ich, noch ein bisschen was brauchen davon. Denke ich mir mal. Ich denke, den Schornstein können wir, denke ich, so lassen. Das schaut gar nicht mehr so übel aus. Den müssen wir halt dann noch zumachen. Ich denke, das passt sogar so. Aber sehen wir dann, wenn das Dach fertig ist, wie das ausschaut. So. Das ist wieder so blaues Material, was ich nicht abbauen kann. Ja, dann merkst du, wo es ist und dann machen wir es beim nächsten Mal mit weg. Wie hast du dich jetzt eigentlich umgedreht? Du solltest dich nicht umdrehen, das sollte bloß ein Hilfsstein sein. Achso, jetzt habe ich meinen anderen Hilfsstein wieder weggemacht. Bin ich blöd. So. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt wieder kommen. Du hast mir jetzt alle Ziegel zugeschmissen, die wir hatten, ne? Ja, ich habe alles, was wir hatten, habe ich verarbeitet. Wie viele Stacks hast du jetzt schon wieder? Warte. Knappe 4. Allerdings ja, gut verarbeitet. Die dann fix. Der Induktionsofen sind dann doch relativ schnell mitbrennen. Überleg dir mal, du wirst das alles mit normalen Öfen machen. Da wirst du, glaube ich, einen Horbel kriegen. Aber die Dachfarbe ist echt, ich glaube, relativ gut gewählt. Also, schaut echt gut aus. So. Wo ist denn diese scheiß Garf, Alter? Ich sehe den nicht. Jetzt eine verraten, den Typen. Es war bestimmt ein Garf, der auf mich geschossen hat. Ja, oder das war so ein Creeper. Hat auf mich... So ein Nether-Creeper. Nee. Ich glaube, das war ein Garf. Weil die sollen ja auch richtig böse sein. Ich habe zwar noch keinen gesehen. Ich auch nicht, deswegen ja. Aber der Martin hat ja schon ein paar gesehen. Und hat ja auch über die gemeckert. Dass die so scheiße viel Schaden machen. Da ist nochmal so was Blaues. Es wird Kobalt sein, denke ich mal. Weil was Blaues hatte ich nämlich schon eingelagert. Das war Kobalt. Du kannst aber halt bloß wieder über Dinge abbauen, durch den Equal Trade. Was ich ein bisschen komisch finde, aber naja. Weil es muss ja auch irgendwelche Materialien geben, mit denen du da drüben abbauen kannst. Und wenn es selbst mit Diamant nicht geht. Warte mal, ich glaube zu meinen, dass... wie hieß denn das Scheißding? Ja, du brauchst Silk Touch drauf, also quasi, Ich hab echt? Auf meiner Behutsamkeit. Dann müsstest du es aber... Aber ich kann... Ne, ich kann es nicht abbauen. Komisch. Also auf jeden Fall brauchst du auf den Ohrs da drüben Silk Touch. Weil sonst explodieren die beim Abbauen. So viel weiß ich schon. Ich glaube, vielleicht a Force Pickaxe kann es vielleicht abbauen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Naja. Da war jetzt ein Geräusch, das habe ich noch nicht gehört.
Jetzt hab ich Angst. Schisser. Treppen alle. Egal. Ja, ich baue doch schon ab. Treppen alle. Lava. So, da bauen wir, glaube ich, jetzt in die Zwischenetage schon mal. Abu, das gefällt mir nicht, da ist Lava. Ja. Da müssen auf jeden Fall auch noch welche brennen. Da müssen auf jeden Fall auch noch welche brennen, da habe ich auf jeden Fall nicht genug dabei. So. Gut. So. Und dann werden wir uns aber schon gleich mal hier schlau machen. Und zwar... Oh, wie hieß denn das Zeug? Irgendwas mit Spray. Da hat CF-Sprayer, oder? Heißt ja genau CF-Sprayer. Ein Stick und viermal Cobblestone. Ein Stick und viermal Cobblestone. Okay, um... Da brauchen wir wahrscheinlich dann auch noch CF. Wie ist das andere? Pellets, ne? Pellets. Pellets. Dazu müssen wir... Pff. Clay, Redstone, Coaldust und Wasser. Alter. Das ist aber kompliziert gemacht. Das war schon mal ein wenig einfacher. Aber na gut, wir brauchen es. Weil wir wollen ja auch die Decke aussprühen, ne? Ja. Mit unserem CF-Spray. So, also brauche ich sozusagen viermal Koppel und einen Stick. Stick haben wir natürlich nicht. Was ist ein Tainted Soul? Achso, das habe ich das letzte Mal mit von drüben gebracht. Wo wir eben Nitor waren. Mhm. Nitor. So, jetzt brauchen wir Stick. Haben wir hier Sticks drin? Jo, haben wir. Ich brauche bloß einen. Ja, wo es geht ab? What geht ab, Junge? Du hast da mit deiner komischen Laserkanone das letzte Mal solche komischen Gebilde reingefräst hier, ne? Eigentlich ja mal gar nicht. Clay. Gut, Clay hätten wir schon mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich davon brauche. So, dann brauchen wir... Coal? Ein paar. Nee, das hat bisher immer... Martin immer gemacht. So, dann brauchen wir Redstone. Aber du mobst mich gerade, gell? Ich will hier arbeiten. Halt. Redstone. Und dann brauchen wir, oh, wie hieß das Ding? Ach, scheiß drauf, nehmen wir einfach Tin. Davon hab... Ich hab im Nita erstmal ein paar Deckenlampen aufgehängt. Hm. Dorfverschönerung gemacht. Im Nita. Hoppabu. So. Gut, jetzt brauche ich unseren... Ne, den brauche ich nicht. Recycler brauche ich auch nicht. Ich brauche den Extractor brauche ich auch nicht. Moserator brauche ich genau. Wo sind die ganzen? Ah, da. So. Da 6 rein. Warte mal. Da 7 rein und da 7 rein. Dann sollte das eigentlich relativ fix gehen. Wenn es überhaupt geht. Ja, geht. Gut, Stromversorgung ist super. Okay. So, jetzt brauche ich Zinnkapseln. So, so, so und so. Und zwar brauche ich dann 64er Stack. Und dann müssen wir nämlich erstmal Wasser holen. Wasser. Aber Wasser haben wir zum Glück genug. Wasser haben wir hier noch. Die Ölquelle da hinten, die interessiert mich auch schon die ganze Zeit. Wir müssten schon naja, einen Eimer haben im Dings. Was ist ein Eimer? Ja, so ein Ding. Ja, aber da, was ist ein Eimer? Öl? Das ist ja nichts. Das sind Peanuts.
Ja und? Wir haben einen Eimer Öl. So. So, jetzt habe ich bald den ganzen Meter. Ach, das glaube ich nicht. Weil da brauchst du, glaube ich, einen riesen Rucksack. Der Nether ist voll groß. Ja. Nee, ist sozusagen riesig. Ich bin über die Weihnachtsfeiertage dick geworden. Ich komme nicht mehr durch die Tür durch. So. Jetzt hat man das und das. Abu. Also das... So ein Scheiß, ich weiß schon, warum Martin das immer gemacht hat. So. So geht's natürlich nicht. So geht's auch nicht. Na? So, achso, ich brauche auch Clay Dust. Clay Dust. Wie zur Hölle mache ich denn bitte Clay Dust? Also im Monster Raider geht's nicht. Clay Dust. Ach so, da muss ich erstmal Clay Block draus machen und dann kann ich sie im Monster Raider stecken. Leck mich doch. So. Ach so geht's. Das ist auch blöd, du musst erst einen Clay Block draus machen und dann kannst du es klein machen zu Clay Dust. Das ist auch ein Witz. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele da jetzt rauskommen. So, so. Mach mal, kann man den nicht... Den Construction Form, den konnte man doch ausgleich so verbauen, oder? Musste man doch gar nicht sprühen. Ja. Construction genau. Form, Bauschaum. Ja, das mache ich ja gerade. Ich arbeite jetzt gerade mit Bauschaum. Cool, den konnten wir auch so verlegen. Da brauche ich gar nicht das Ding, den CF-Spray. Jetzt muss ich nur mal gucken, welche Farbe das ergibt, wenn der aushärtet. Weil momentan ist er nämlich ziemlich weiß. Ah, okay, der schaut fast so aus. Also, schaut fast aus wie Cleanstone. Du bist ja noch im Nether, oder? Jo. Dann kann ich nämlich mal schnell schlafen gehen. Mit einem Packen Bauschaum in der Hand. Du blöder Gas. Man braucht jetzt das Spray gar nicht zu nehmen. Eigentlich. Weil da ist ja das CF-Spray oder halt dieser Sprayer selbst Blödsinn. Aber jetzt haben wir ihn gebaut. Jetzt werde ich unseren Zuschauern das natürlich auch noch zeigen. Wie das ausschaut, wenn wir das mit dem Ding machen würden. Kompressor, okay. Kompressor haben wir doch auch irgendwo. Recycler, Extraktor, Generator, Macerator, Kompressor. Alter, so viel Bauschaum habe ich jetzt. Bauschaum. Kompressor. Ich bin die nächsten 3 Tage... Ja, reicht schon. Bringt langsam wieder zurück. Ich habe gleich kein Material mehr. Ja, sie kommt... Dann nur noch die Frage, wie fülle ich den Scheiß jetzt noch auf? Achso, einfach so nebeneinander. Okay. Jetzt Crafting-Fenster. Den dahin. Und den dahin. Wie jetzt, willst du mich jetzt verarschen oder was? Muss auch noch jedes Ding einzeln auffüllen. Ich check aber erstmal, wie weit es geht. Das Problem ist halt nur, du sprühst halt jetzt eine große Fläche aus, ne? So, meine Lieben, das schaut dann so aus, wenn ich das Ding hier benutze. Dann machen wir halt so eine riesen Fläche, das ist halt meines Erachtens ein bisschen Blödsinn. Hier ist gerade das Kabel weg. Toll. Also meines Erachtens ist das
bisschen Blödsinn, vor allem wenn es dann auch noch ausgehärtet ist. Dann hämmerst du nämlich drauf rum wie auf Stein. Also nehmen wir einfach den Construction-Schaum so und bauen den so rein. Ist auf jeden Fall um einiges pflegeleichter. Mit dem Zeug kannst du bestimmt noch gut bauen, Alter. Wolle Bauschaum kaufen. Legend. Das leckt bei mir gerade. Kann ja aber wieder ab, wa? Ja. Hast du gesehen, wie es ausschaut, wenn es aufgehärtet ist? Also hier? Nee. Ja. Wenn ich jetzt reintritt, sind dann meine Fußspuren drin. Nö. Nein. Kann man mit der Hand reintritt? Hast kaputt gemacht, wa? Oh. Ups, ich hab's grad etwas kaputt gemacht. Aber ich hab auch so einen Bauschaumteil. Ich will auch Bauschaum reinmachen. Na, rechtsklick. Ja? Rechtsklick. Ne? Der macht doch nicht. Ja, ich mach doch rechts jetzt. Muss einfach wegen warten und dann ist es ausgehärtet. So. Cooles Material, oder? Und schon siehst du nichts mehr von den Dings, von den Kabeln. Mhm. Moment, ich muss kurz mal gucken, was das wieder so blockt. So, hier muss dann ein Ding wieder rein. Eigentlich okay. Gar nichts. Ja, und es schaut wirklich fast aus wie das. Wie der normale. Cleanstone. Zwar nur fast, aber. Mhm. Naja, besser wie nix. Hast du meinen Schornstein gesehen? Kann man eigentlich lassen, oder? Ja. Los, brennt das Zeug, ich will das Dach weiterbauen. Junge. Ich lage es erstmal ins Lager ein. Mit dem Zeug kann man bestimmt noch gut bauen. Mit dem Construction Form. Ja. Nether Quarz habe ich auch mal wieder mitgebracht. Der fällt ja notgedrungen da drüben immer mal ab. Ja, 19 Mal Nether Quarz verwendet, ne? Redwood Barks. Ja. Blanks. Ich muss oben noch ein bisschen ausgleichen, weil ich habe ja jetzt oben den Schornstein gebaut. Deswegen blöd, wenn wir da hinten am Schornstein direkt ein Fenster hätten. Hm. Doof. Ich hab das dumme Gefühl, dass die 16 Stacks Netherstein, die ich jetzt geholt habe, nicht reichen. Alter Schwede.